Schönen guten Abend im Namen der Helen Panke von Berlin aus. Gleichzeitig Matthias Rothe ist uns zugeschaltet aus Minneapolis. Bei ihm ist es 7 Stunden früher als bei uns. Willkommen zum zweiten Teil einer Art Doppelveranstaltung. Wir haben unmittelbar nach dem Tod von George Floyd bereits mit Matthias Rothe eine Veranstaltung gemacht, zusammen mit 4 Aktivistinnen und Aktivisten aus Minneapolis. Damals haben wir uns vor allem mit dem Gefängnissystem und mit Polizeigewalt beschäftigt. Wir hatten damals abgemacht, uns in einer zweiten Veranstaltung ein bisschen abgesetzt, ein bisschen später eher mit der theoretischen Seite der ganzen Sache zu befassen, nämlich mit der Diskussion um Class und Race, die nicht nur durch den Tod von George Floyd in den USA wieder relativ wirkungsmächtig geworden ist. Matthias Rothe wird uns vor allem die US-amerikanische Diskussion so ein bisschen vorstellen. Und wir haben die Veranstaltung heute eher als so eine Art Einführung und Hinführung konzipiert. Dafür haben wir, wie gesagt, Matthias Rothe eingeladen. Matthias Rothe ist Professor für German Studies und Philosophy an der University Minnesota in Minneapolis. Und damit übergebe ich auch schon an dich, lieber Matthias. Du hast das Wort. Ja, danke. Danke auch für die Einladung. Und ich hoffe, dass wir ohne technische Pannen über die Runden kommen. Es ist immer schwierig bei diesen Formaten und wir gewöhnen uns alle noch daran. Also ich spreche vor allen Dingen über das Verhältnis von Class und Race im gegenwärtigen US-amerikanischen marxistischen und sozialistischen Diskurs. Und ich benutze wahrscheinlich relativ unkontrolliert, ich versuche mich zu kontrollieren, die Begriffe Class and Race und Klasse im Englischen und im Deutschen. Ist es im Englischen immer deutlich einfacher, von Race zu sprechen oder Racialization, Rassialisierung. Ich werde wahrscheinlich hin und her wechseln zwischen beiden Formaten, dem Englischen und dem Deutschen. Und ich denke, insgesamt ist nicht zu unterschätzen, dass die Leichtigkeit, mit der diese Dinge im Englischen gesagt werden können, die historische, politische und auch linguistische Leichtigkeit durchaus auch Einfluss auf den Diskurs selber haben. Das, glaube ich, sollten wir nicht unterschätzen. Ich möchte damit beginnen zu erklären, warum ich also dieses Thema als zweite Veranstaltung vorgeschlagen habe. Es hat mit einem alten theoretischen und auch sehr persönlichen Unbehagen zu tun. Ein Unbehagen an der seit den 1970er Jahren üblichen und in immer wieder neuen Varianten auftretenden Differenzierung zwischen Klassenpolitik einerseits und Identitätspolitik andererseits. Und antirassistische Politik wurde und wird von vielen marxistischen Theoretikern dabei oft als Identitätspolitik verstanden. Klasse verweist dann auf die politisch-ökonomische Grundstruktur des Kapitalismus, auf den sogenannten Hauptwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital. Der Begriff bringt die lohnarbeitsbedingte Ausbeutung in den Blick und die emanzipatorische Perspektive, die er eröffnet, ist nichts weniger als eine Abschaffung des Kapitalismus. Identitätspolitik, also der Kampf gegen Formen von Unterdrückung, die zum Beispiel etwas mit Race und Gender zu tun haben, gehören dagegen in den Bereich der Kultur, das ist die oft vorgenommene Unterscheidung, die der politisch-ökonomischen Grundstruktur nur nachgeordnet ist. Es handelt sich dabei also um ein Epiphänomen oder eine historische Zufälligkeit, die sich miterledigt, wenn der Klassenwiderspruch geklärt ist. Und wenn Race, Gender und so weiter zu viel Gewicht bekommen, dann steht das dem Klassenkampf nur im Wege. Das klingt zugegeben wie eine Karikatur und es kann geschickter gesagt werden. Zum Beispiel David Harvey, immerhin gegenwärtig einer der einflussreichsten Neomarxisten, hat dies 2015 auf folgende Weise formuliert. Rassialisierung, und ich komme auf den Begriff zurück, Racialization, und Genderdiskriminierung, so Harvey in 17 Contradictions and the End of Capitalism, sind trotz ihrer Omnipräsenz nicht spezifisch für die Form der Zirkulation und Akkumulation, die den ökonomischen Motor des Kapitalismus ausmachen. Zitat Ende. Harvey unterscheidet dementsprechend zwischen dem, was zum Kapitalismus als einem geschlossenen System, als einer Logik gehört und dem, was nichts damit zu tun hat. Sidant Issa bemerkt dazu kritisch, Harvey kommt auf Race zu sprechen, entweder um seine Irrelevanz für das Verständnis des Kapitalismus zu betonen oder um antirassistische Kämpfe von antikapitalistischen zu unterscheiden und den Fokus auf Race und andere Identitätskämpfe
als Hauptgrund für die Fragmentierung der amerikanischen Linken auszuweisen. Zitat Ende. Mit Blick auf die ihnen gegenwärtig notwendig erscheinende Politik argumentieren auch Cedric Johnson, Adolf Reed und andere sehr ähnlich. Die Überbetonung von Race, etwa im Black Lives Matter-Diskurs, so Johnson, verhindere nicht nur eine Solidarisierung, sondern verberge auch, dass es eigentlich um Klasse ginge und dass die Überflussbevölkerung das Ziel sei, der brutalen Polizeieinsätze zum Beispiel. Wie Johnson, Reed und Harvey allerdings mit ihrer Kritik, was Johnson, Reed und Harvey allerdings mit ihrer Kritik an der Identity Politics, Identitätspolitik vor Augen haben, ist immer schon eine, man könnte sagen, von der Demokratischen Partei und den großen Unternehmen kooptierte und entschärfte, eben auf bloße Kultur reduzierte Form von Identitätspolitik. Und sie vergessen dabei, dass auf sehr vergleichbare Weise etwa die Republikanische Partei mit ihrem Slogan Blue Lives Matter oder die amerikanische Autoindustrie, die in ihrer Werbung den fordistischen Industriearbeiter feiern, die Klasse kooptieren. So eine für mich entscheidende Frage, die ich gerne auch mit euch diskutieren würde, und zwar mit Blick auf diesen Vorwurf der Fragmentierung der Linken, und eine entscheidende Frage im historischen Rückblick für mich ist, trägt und trug die sogenannte Identitätspolitik die Schuld an der Zersplitterung der Linken, indem sie viele von dem abgebracht hat, was doch ihr Hauptaugenmerk sein sollte, nämlich der Klassenkampf, oder hat umgekehrt die weitgehend marxistisch orientierte Linke sich als absolut unfähig erwiesen, andere Formen der Unterdrückung, die nicht auf Ausbeutung von Lohnarbeit beruhen, theoretisch wie praktisch zur Geltung zu bringen. Und in den 1960er und 70er Jahren mit den vielen neuen sozialen Bewegungen ihre Chance verpasst. Diese Frage, denke ich, gilt ebenso für Europa. Und es hat durchaus einige, wie ich finde, eher gequälte Versuche gegeben, die neuen Kämpfe mit der Parteilinie zu versöhnen, eher Gesten der Großzügigkeit ihnen gegenüber. Etwa wollte Louis Althusser mit der Idee der Determinierung durch die Ökonomie nur in letzter Instanz Raum für neue Bewegungen schaffen. Aber ein wirkliches Bekenntnis zu den von der marxistischen Linken so weitgehend marginalisierten Kämpfen, so scheint es mir, musste unweigerlich zum Bruch mit dem Marxismus führen. Das galt für Michel Foucault und das galt noch für Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, die sich schließlich als Postmarxisten deklarierten. Und das lag sicher auch daran, dass der Marxismus als theoretische und als praktische Formation selbst all das aufwies, wogegen die neuen sozialen Bewegungen kämpften. Er war institutionell fest verankert, patriarchalisch, weiß, heterosexuell. Didier Eribon hat dies für den französischen Fall, denke ich, sehr genau und sehr erfolgreich beschrieben. Ich dachte, es kann nicht schaden, daran zu erinnern, dass im US-amerikanischen Kontext der Begriff Identity Politics aus einem sozialistischen bzw. marxistischen Kontext kommt und nicht darauf aus war, zu fragmentieren, sondern denjenigen innerhalb der sozialistischen und marxistisch orientierten Bewegung Gehör zu verschaffen, die eben nicht zur männlich und weitgehend weiß konnotierten Industriearbeiterschaft gehörten, für die der Klassenbegriff reserviert schien. So mit Bezug auf Angela Davis schreibt etwa das Combahee River Collective, eine Gruppe lesbischer Feministen, 1977 in ihrem Manifest, also ich lese die Zitate, das nur kurz als Seitenbemerkung, ich lese die Zitate auf Englisch vor, durchweg, aber die deutsche Übersetzung wird mit dabei sein, also ich teile meinen Bildschirm gleich und das gibt euch Zeit, das auf Deutsch mitzulesen. Also ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm zu teilen. Also, mit Berufung auf Angela Davis schreibt das Combahee River Collective, eine Gruppe lesbischer Feministinnen, schwarzer lesbischer Feministinnen, 1977 in ihrem Manifest, "This focusing upon our own oppression is embodied in the concept of identity politics.
We believe that the most profound and potentially most radical politics come directly out of our own identity, as opposed to working to end somebody else's oppression. We also often find it difficult to separate race from class, from sex oppression, because in our lives, they are most often experienced simultaneously. Und sie fügen hinzu, the most general statement of our politics at the present time would be that we are actively committed to struggling against racial, sexual, heterosexual, and class oppression, and see as our particular task the development of an integrated analysis and practice based upon the fact that the major systems of oppression are interlocking. Ich lasse euch ein bisschen Zeit, die deutsche Übersetzung zu lesen, die, ich entschuldige mich dafür, etwas unbeholfen ist. Die Aufforderung oder der Anspruch, wie er hier formuliert ist, nämlich eine Analyse von racial oppression, rassialer Unterdrückung, in der marxistischen Theorie zur Geltung zu bringen, kann sich nicht zuletzt auf Marx selbst berufen. Zumindest, wenn man einen Zusammenhang herstellt zwischen der Sklaverei und dem Kolonialismus und rassialer Unterdrückung, wie sie heute existiert. Im Elend der Philosophie findet sich beispielsweise folgende Passage. Die direkte Sklaverei ist der Angelpunkt der bürgerlichen Industrie, ebenso wie die Maschinen etc. Ohne Sklaverei keine Baumwolle, ohne Baumwolle keine moderne Industrie. Nur die Sklaverei hat den Kolonien ihren Wert gegeben. Die Kolonien haben den Welthandel geschaffen und der Welthandel ist die Bedingung der Großindustrie. So ist die Sklaverei eine ökonomische Kategorie von der höchsten Wichtigkeit. Mit David Chang könnte man ergänzen, dass die Sklaverei auch deshalb im direkten Verhältnis zur modernen Industrie steht, eben eine Kategorie von höchster Wichtigkeit ist, weil von der schwarzen, unfreien und unentlohnten Arbeit aus die Freie erst als weiß und unversklavbar konstituiert werden konnte. Marx hat die Sklaverei oder andere Formen der unfreien und unentlohnten Arbeit nie als ökonomische Kategorien der politischen Ökonomie des Kapitalismus entwickelt, obwohl diese Passage sich dieser Möglichkeit gegenüber zu öffnen scheint. Und obwohl sie dies tut, sind diese Formen der Arbeit bei ihm vorkapitalistische Formen der Ausbeutung geblieben. Und soweit sie dennoch bestehen blieben, waren solche Formen anachronistische Reste, die irgendwann von selbst verschwinden würden. Mit Nigel Pal Singh versteht sich diese Unterlassung von Marx im Kontext der von ihm gewählten politisch-theoretischen Ausrichtung. Er setzte alles daran nachzuweisen, dass die Formen direkter Herrschaft für die Leibeigenschaft und Sklaverei standen, nur vermeintlich durch freie Vertrags- oder Austauschverhältnisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ersetzt wurden und es sich tatsächlich um eine Abstraktionsbewegung und eine Verallgemeinerung von Herrschaft handelte. Und von daher finden wir bei Marx den Gebrauch Sklave oder Sklaverei vor allem als Metaphern für die Kennzeichnung von Lohnarbeitsverhältnissen. Er denunziert damit deren vermeintliche Freiwilligkeit. Mit dem Fokus auf die Verallgemeinerung direkter Herrschaftsformen war gleichzeitig allerdings der Weg verbaut, deren Weiterbestehen im Kapitalismus sinnvoll zu theoretisieren. Und es geht in diesem Vortrag nicht um Sklaverei und den Begriff von Race in der Marxischen Theorie. Dazu wäre sicher auch sehr viel zu sagen. Und es gibt immer diese grobe Unterscheidung, Marx, bevor er einen politisch aufgeladenen Klassenbegriff hatte, also diese Zeit davor ist auch die Zeit des Elends der Philosophie, und Marx danach, als er sozusagen diesen Klassenbegriff und seine Folgen reflektiert hat, das ist eine Sache, die man sehr ausführlich diskutieren kann, und das wurde, glaube ich, in der Hellen Punk auch schon gemacht, aber das ist nicht der Gegenstand dieses Vortrags. Ich glaube aber, wir kommen nicht umhin,
uns der rassial definierten Ungleichheit und anderen Formen von Ungleichheit zu stellen und auch eine Theoretisierung von Sklaverei und der unfreien Arbeit und dem Kolonialismus zu versuchen. Denn beide Momente scheinen sehr eng verbunden. Zumindest all die Theoretiker, die ich im Folgenden skizzieren werde, stellen einen Zusammenhang zwischen diesen Momenten, also zwischen der Sklaverei und dem Kolonialismus einerseits und dem Fortbestand von rassial bestimmten Ungleichheiten her. Und bevor ich dazu komme, diese marxistischen Ansätze, diese gegenwärtigen marxistischen Ansätze zu präsentieren, möchte ich ein Zitat der Schriftstellerin Saadia Hartmann anbieten, das genau diese persistierende Ungleichheit und ihren Zusammenhang mit der Sklaverei zum Thema hat. Und das wäre dann der Ausgangspunkt für mich, um weiter zu diskutieren. Saadia Hartmann schreibt in ihrem Buch Lose Your Mother, A Journey Along the Atlantic Slave Route von 2007. If slavery persists as an issue in the political life of Black America, it is not because of an antiquarian obsession with bygone days or the burden of a too long memory, but because Black lives are still imperiled and devaluated by a racial calculus and a political arithmetic that were entrenched centuries ago. This is the afterlife of slavery, skewed life chances, limited access to healthcare and education, premature death, incarceration, and impoverishment. I too am the afterlife of slavery. Und man kann, was Saadia Hartmann als das Nachleben der Sklaverei bezeichnet, auf sehr genaue institutionelle, gesetzliche, ökonomische Prozesse zurückführen. Das ist etwas, was nicht aus dem Nichts erscheint. Man kann es zurückführen beispielsweise auf städtebauliche Entscheidungen, auf die Regeln der Kreditvergabe, auf die Art der Schulfinanzierung, auf die Art der Einschulungspraxis. Das wäre wiederum ein eigener Vortrag, sich genau anzugucken, wie, und das ist, glaube ich, der entscheidende Begriff hier, und das ist auch der entscheidende Begriff für die Theoretiker und Theoretikerinnen, die ich diskutieren werde, wie sich rassial definierte Abhängigkeitsbeziehungen sozial reproduziert haben. Also der Begriff der sozialen Reproduktion ist, glaube ich, sehr entscheidend, wenn man diesen Zusammenhang denken will zwischen dem Kolonialismus, der Sklaverei und auch gegenwärtigen Problemen. Also ich möchte jetzt in aller Kürze und ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige neuere Ansätze von marxistischen Theoretikerinnen präsentieren, die Versuche darstellen, sich der Herausforderung der vom Combahee River Collective und vielleicht von Marx selbst formulierten Herausforderungen zu stellen, nämlich das Nachleben der Sklaverei nicht mehr zu übersehen und rassial definierte Ungleichheiten kategorial zu erfassen. Ich bin alles andere als bereits ein Experte auf diesem Gebiet und die folgenden Skizzen dienen auch mir zur Übersicht und ich hoffe, dass ich das mit euch im Anschluss diskutieren kann. Die Debatte um den Status von Race wurde in den letzten Jahren intensiv in einer Reihe von amerikanischen und britischen sozialistischen bzw. marxistisch orientierten Zeitschriften geführt. Jacobin, Monthly Review, Catalyst, Salvage, Non-Site, Endnotes und so weiter. Die meisten ihrer Protagonisten, etwa Nancy Fraser, Charles Post, David Chang, Nigel Pal-Singh oder Cedric Johnson, arbeiten an amerikanischen Universitäten. In der Politikwissenschaft, der Soziologie, den African-American Studies, der vergleichenden Literatur, Wissenschaft, Geschichte und Kunst. Die Debatte, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das im Kopf zu behalten, die Debatte ist dennoch keine rein akademische. Und das zeigen schon die Veröffentlichungen in diesen Zeitschriften. Und zwar deshalb, weil die Grenze zwischen Universität und Aktivismus in den USA viel, viel durchlässiger ist. So, die von mir etwas ausführlicher präsentierten Ansätze haben eine Kritik am Klassenreduktionismus gemeinsam, den sie im traditionellen Marxismus vorzufinden glauben. Sie versuchen nicht, Race als eine empirische und biologische Tatsache zu beschreiben, und diese Differenz ist sehr wichtig,
sondern Racialisation, Racialization zu erfassen, also die Verfahren, Zuschreibungen und Faktoren, die Race Relations, Race-Beziehungen produzieren, und zwar als konstitutives Moment der Funktionsweise von Kapitalismus. Und der Begriff der sozialen Reproduktion, der auf die Frage antwortet, wie erhalten sich kapitalistische Verhältnisse in der Zeit, ist dabei von zentraler Bedeutung. Das war zu früh. Das sind meine Referenzen, das sind die Theoretikerinnen, auf die ich mich beziehen werde im Folgenden. Einige erwähne ich eher kurz und auf den Ansatz von anderen gehe ich etwas ausführlicher ein. Und meine Auswahl hat sich auch danach gerichtet, dass die ich vorstelle, also Tendenzen, also ich sehe, dass sie Tendenzen repräsentieren, also nicht nur individuelle, einzelne Ansätze sind. Ich beginne mit Charles Post, einem Historiker, einem Soziologen. Für Charles Post ist Racialisierung oder Race, und ich zitiere, eine unbeabsichtigte Konsequenz der Reproduktion kapitalistischer sozialer Beziehungen. Genauer, Kapitalakkumulierung erfolgt über Wettbewerb und der funktioniert als Matrix für die Reproduktion von Race Relations. Kapitalakkumulation und Wettbewerb, so Post, führen zur beständigen Ausdifferenzierung von Arbeitsbedingungen auf einer Skala, die von Niedriglohnsektoren und allen möglichen Formen der Prekarität bis hin in die industrielle Reservearmee, die Überflussbevölkerung, reicht. Gleichzeitig gibt es eine Menge von relativ Gleichqualifizierten und die Fiktion von politischer Gleichheit. In dieser Konstellation, so Post, trete Race als Ordnungsfaktor auf, der die ökonomische Ungleichheit rationalisiert und legitimiert. Eine biologisierte Kategorie von Race, und selbst wenn es nicht mehr offen biologisch gedacht wird, unterstellt Post, dass das immer noch im Spiel ist in dem Gebrauch, eine biologisierte Kategorie von Race, so Charles Post, konnte überhaupt nur mit dem Kapitalismus entstehen, der für sein Funktionieren einer Fiktion von Gleichheit bedarf, die er aus der Tauschsphäre ableitet. Also er bedarf dieser Fiktion und kann sie ökonomisch gleichzeitig nicht sicherstellen. Und dann tritt Race als Ordnungsfaktor auf, der die Ungleichheit trotz der Gleichheit legitimiert. Die historische Last der Sklaverei, so Post, befördert zwar die Racialisierung, sie ist sozusagen ihr Medium, aber die Entstehung des Kapitalismus, genauer das Lohnarbeitsregime, hat, so Post, mit der Sklaverei gebrochen. Indirekt hat die Sklavenarbeit der Entstehung des Kapitalismus zugearbeitet. Zum Beispiel sind die Gelder aus dem Handel mit Baumwolle, die durch Sklavenarbeit produziert wurde, in die groß angelegten nordamerikanischen Landspekulationen geflossen, die mit zur Marktabhängigkeit der Farmer führten. Die europäische Industrialisierung aber bedurfte der Sklaverei nicht. Und der amerikanische Bürgerkrieg war letzten Endes ein Krieg zwischen Kapitalisten auf der einen Seite und Sklavenhaltern auf der anderen. Ein Krieg um die Landnutzung, also ein Krieg zwischen zwei ökonomischen Regimen. So mit der scharfen, auch historischen Abgrenzung von unfreier Arbeit einerseits und freier Lohnarbeit und mit der Vorstellung, dass Racialisierung eine Art Nebeneffekt ist, denn was ist eine unbeabsichtigte Konsequenz anderes, ist auf doppelte Weise verhindert, könnte man sagen, dass Racialisierung als etwas für den Kapitalismus Konstitutives gedacht werden kann. Race Relations stehen nur für eine Form der Lohnarbeitsbeziehung. Sie sind sozusagen eine Differenzierung innerhalb der Lohnarbeitskategorie und haben für Post keine Eigenständigkeit. Wie mit allen solchen Erklärungen sind funktionale Äquivalente denkbar. Warum, so könnte man etwa fragen, hat sich nicht gerade im Neoliberalismus der gesellschaftliche Missstände personalisiert, sie individuellem Versagen zurechnet?
die Notwendigkeit der Race-Kategorie als sozusagen Erklärung von ökonomischer Ungleichheit nicht erledigt. Also ich finde, und wie gesagt, ich präsentiere hier Dinge, die ich mit euch allen diskutieren möchte. Meine Bauchreaktion auf diese Theorie ist, dass es eher unbefriedigend bleibt, was Charles Post uns anbietet. Nancy Frasers Ansatz ist deutlich radikaler. Sie geht auf die Marx'sche sogenannte ursprüngliche Akkumulation, also auf den Abschnitt 7, Kapitel 24 des Kapitals Band 1 zurück. Marx beschreibt in diesem Abschnitt die gewaltsame Trennung der Produzentinnen von ihren Produktionsmitteln, die Beschlagnahmung des Gemeindelandes, die Vertreibung der Bauern, die koloniale Ausbeutung und die Sklaverei. Und zwar all das als Geburtsstunde des Kapitalismus. Und er argumentiert damit gegen die Vorstellung, dass sich die Entstehung des Kapitalismus dem Fleiß und der Sparsamkeit verdankt, also eine Art keimfreie Affäre war. Fraser versteht diese Form der Akkumulation, der sogenannten ursprünglichen Akkumulation, nicht als etwas, das nur die Voraussetzung dafür geschaffen hat, dass der Kapitalismus mit seinem Lohnarbeitsregime entstehen konnte, sondern der Vorgang der Enteignung und Trennung von den Produktionsmitteln, der gewaltsame Vorgang, gehört für sie schon wesentlich zum Kapitalismus. Dementsprechend gibt es auch eine kapitalistische Form der Sklaverei. Ist der Kapitalismus notwendig rassistisch, fragt sie, und sie bejaht dies. Ausbeutung durch Lohnarbeit und gewaltsame Enteignung sind für sie komplementäre Akkumulationsformen. Sie temporalisiert also die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Lohnarbeit und Enteignung sind komplementäre Akkumulationsformen und die sozialen Beziehungen, die diese tragen, werden dementsprechend reproduziert. Sie schreibt wie folgt. Distinct from Marxian exploitation, expropriation, Enteignung is accumulation by other means, dispensing with the contractual relation through which capital purchases labor power in exchange for wage. Expropriation works by confiscating capacities and resources, conscripting them into the circuit of capital expansion. The confiscation may be blatant and violent, as in a new world slavery, or it may be veiled by a cloak of commerce, as in predatory loans and debts foreclosure or prison labor of the present era. The distinction between expropriation and exploitation is simultaneously economic and political. What distinguishes free subjects of exploitation from dependent subjects of expropriation is the mark of race as a sign of violability. Frasers Begriff der Enteignung fasst auch das, was Charles Post noch als Lohnarbeit bezeichnen würde, nämlich solche Arbeit, die den Arbeitenden nicht erlaubt, ihre Arbeitskraft zu reproduzieren. Und dass die Differenzierung zwischen Ausbeutung und Enteignung, wie sie schreibt, racially coded ist, also racial kodiert, ist nicht lediglich das Nachwirken der Vorgeschichte des Kapitalismus, sondern wird durch soziale Reproduktion zu einem genuinen Teil des Kapitalismus selbst. Mit Enteignung greift sie auf das zurück, was David Harvey, und zwar mit Blick auf die Privatisierung der britischen Gemeindewohnungen unter Thatcher, als Akkumulation durch Wegnahme, Accumulation by Dispossession, bezeichnet hat. Die Idee, dass Raub und Beschlagnahme genuin kapitalistische Akkumulationsmechanismen sind, spielt bereits in Rosa Luxemburgs Imperialismustheorie der ursprünglichen Akkumulation eine Rolle
Und Fraser bringt Harveys Konzept, könnte man sagen, wieder auf die luxemburgischen Intentionen zurück. Sie endet ihre Ausführungen allerdings mit einer seltsamen Wendung. Vielleicht war der Kapitalismus nur notwendig rassistisch und ist es nicht mehr oder bald nicht mehr. Warum wird das für sie denkbar? Fraser unterscheidet mit Blick auf den globalen Kapitalismus und über die Differenzierung von verschiedenen Formen des Verhältnisses von Ausbeutung und Aneignung verschiedene Phasen des Kapitalismus. In der Phase, in der wir uns befinden, so behauptet sie, sind Ausbeutung und Enteignung nicht mehr komplementäre Prozesse. Auch nicht mehr geografisch scharf getrennt, sondern sie liegen auf einem Kontinuum. Ein Kontinuum, das für alle Arbeitenden gleichermaßen zu gelten scheint. Das hieße aber, so Fraser, dass die strukturelle Basis für Rassismus, nämlich die Zurechenbarkeit auf getrennte Gruppen, die Gruppe der Ausgebeuteten, die Gruppe der Enteigneten, dass diese strukturelle Basis wegbräche. Zum einen betont Fraser dann, dass ein solches gerecht verteiltes Elend für sie keine Utopie wäre. Zum anderen gibt sie zu, dass sich die Realität nicht mit den Vorhersagen, die ihr Modell erlaubt, deckt. Und dabei belässt sie es. Ich denke, das ist nicht das schlechteste Ergebnis. Und mit der Differenz Enteignung und Ausbeutung sind Race und Class tatsächlich auf eine Stufe gestellt. Die racial kodierte Enteignung fungiert beständig als Voraussetzung für die Ausbeutung, indem sie ihr ein Territorium schafft, die Möglichkeit für Kapital zu expandieren. Wie man mit Fraser von Racialisierung sprechen kann, ließe sich auch von Klassizierung sprechen, gerade wenn man es als Kontinuum denkt. Race und Class sind funktional gedacht. Sie ermöglichen eben Ausbeutung und Enteignung. Und durch ihre tiefe historische Verankerung, es gibt keinen so vergleichbaren Bruch, der die direkte Gewalt zur Vorgeschichte macht, wie bei Post. Und ihren gleichberechtigten Bezug aufeinander ist ihre unaufhörliche Reproduktion deutlich plausibler. Jedenfalls für mich. Auch Nigelpal Singh temporalisiert die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Und zwar, um den Fortbestand von Racialisierung denkbar zu machen. Auch für ihn gehören die Sklaverei und die koloniale Ausbeutung mit all ihren Formen direkter Gewalt keineswegs in die Vorgeschichte des Kapitalismus und wurden durch dessen Reife überwunden oder sind tendenziell überwindbar. Sondern Sklaverei und koloniale Ausbeutung haben die Bedingungen für jenes extreme Othering geschaffen, das sich in Race Relations in jenen markierten und unmarkierten Positionen, weiß ist das Unmarkierte, ausdrückt. Einen berühmten Satz von Marx modifizieren, schreibt Singh, Kapital hört auf, Kapital zu sein, ohne die fortlaufende Differenzierung zwischen freier Arbeit und Sklaverei, Lohnarbeit und unentlohnter Arbeit. Singhs Fokus ist dann weniger die Komplementarität von Ausbeutung und Aneignung, als einem Akkumulationsmechanismus, einem ökonomischen Akkumulationsmechanismus, wie das bei Fraser der Fall war, sondern er schreibt der damit notwendig einhergehenden Gewalt auch eine Funktion zu, die über das rein ökonomische hinausgeht. Sie hat einen indirekt ökonomischen Bezug, aber keinen direkten, könnte man sagen. Der Fortbestand von direkter Gewalt nach dem Ende der Sklaverei erhält die Racialisierung und umgekehrt erhält die Racialisierung die Gewalt. In diesem Sinne, so Singh, sind Race Relations Beziehungen, die sich selbst gebären. Auch unabhängig von der Lohnarbeit. Und das war ein Zitat. Er beschreibt den Status des Sklaven, des direkten Gewaltverhältnisses im Verhältnis zum Lohnarbeiters, des abstrakten Gewaltverhältnisses wie folgt. Und die Beschreibung, also das Zitat, das ich jetzt bringe, ist sozusagen für ihn der Ausgangspunkt von sozialer Reproduktion. Ich lese es wieder auf Englisch, aber ihr könnt mitlesen. Und das ist ein etwas längeres Zitat, also ich entschuldige mich dafür, das ist das längste. The differential ethico-political valuation of human subjects
took place within a household ontology of rule via privatized violence, formally backed by state power. Even as wage labor and indentured servitude was increasingly becoming nationalized and linked to the realm of public social standing and state protection. As historian Jennifer L. Morgan has recently observed, the main legal innovation of chattel slavery in 17th century North America was to assign it a hereditary force through the reproductive capacity of captive African women, who could thereby only ever give birth to future slaves. The process of conception and reproduction under slavery was violently coerced and attached to the creation of a new species of human capital, sustained, in the words of Frederick Douglass, by the auctioneer's block. This biocapitalist innovation was in turn married to a concomitant elaboration of what might be termed the Negro capitalist prerogative, expanding the ambit and varieties of corporal violence that could be visited upon the body of slaves without or with minimal legal sanction, up to and including homicide. Es ist dieses Ausgeliefertsein gegenüber direkter, privatisierter Gewalt und ihrer legalen Absicherung, einer legalen Entwertung von Leben, könnte man sagen, die Sing dem vertraglichen Verhältnis des Lohnarbeiters öffentlich abgesichert und national anerkannt gegenüberstellt. Diese von Beginn an racially coded, racial kodierten Gewaltverhältnisse reproduzieren sich im Kapitalismus. Sie tun es aus zwei Gründen, so spekuliert er. Zum einen gibt es durchaus jene von Fraser benannte Komplementarität. Ausbeutung und Enteignung sind Akkumulationsregime, produzieren im Wechselspiel Mehrwert. Aber das, so Sing, sei vielleicht gar nicht der Hauptgrund, dass sich reproduzierende Gewaltregime erlaubt, andererseits dem Staat die Entwicklung neuer Überwachungs- und Kontrollformen voranzutreiben und durchzusetzen, bietet ein beständiges Testfeld für Überschreitungen an, gerade wenn es darum geht, jene Gruppen zu kontrollieren, die überflüssig geworden sind und allenfalls noch eine Reservearmee bilden. Mit Blick auf die direkte Gewalt und dem durch solche Gewalt konstituierten Status eines entwerteten, weil bloß noch verwertbaren Lebens, hat Singh die Race-Kategorie nicht ontologisiert und er kritisiert vehement den sogenannten Afro-Pessimismus, wo er solche Ontologisierung vermutet, aber er hat sie dennoch wieder physisch gemacht und das meine ich nicht als Kritik. Es ist eine Physis, die sich im Spektakel von Gewalt an schwarzen und braunen Körpern immer wieder neu herstellt. Vielleicht gibt er damit eine Antwort auf Frasers Erstaunen darüber, dass sich die Rassialisierung über das Bestehen ihrer ökonomisch-strukturellen Voraussetzung hinaus erhält. Der letzte Theoretiker, auf den ich eingehen möchte, ist Chris Chen. Chen formuliert eine politische Perspektive und bekennt sich zu einem abolitionistischen Antirassismus, also einen auf die Abschaffung von Race hinarbeitenden, drängenden Rassismus. Ich beginne mit einem Zitat von ihm. Formulating an abolitionist anti-racism would require imagining the end of race as a hierarchical assignment rather than a denial of the political salience of cultural identities. Race here names a relation of subordination, a relation of domination inside and outside the wage relation. Race is the consequence and not the cause of racial ascription, which justifies asymmetrical power relations through reference to phenotypical characteristics and ancestry. On the one hand, race is a form of cultural stigmatization
requiring personal, institutional, and or state recognition. On the other, raises a system of wage differentials, wealth stratifications, and occupational and spatial segregation. Wie Singh sieht Chris Chen also keinen Grund anzunehmen, dass der Kapitalismus mit unpersönlicher Herrschaft, also der Klassenherrschaft, alle direkten Formen von Herrschaft ersetzt hat. Er nennt die sozialen Beziehungen, die solche direkten Herrschaftsformen ermöglichen, formbestimmt durch die Kapitalbeziehung, ohne von ihnen real subsumiert zu sein. Das, was Marx als formale und reale Subsumption unter das Kapital beschreibt, stellt für Chen keinen Entwicklungsprozess dar, der mit der realen Subsumption unter das Kapital endet, sondern er sieht diese Formen als durchweg koexistierende Herrschaftsformen, die nur formal subsumierten Beziehungen erlauben beispielsweise, und zwar auf globaler Ebene. Und da stimmt er auch mit Singh überein, das Management der Überschussbevölkerung, die der Kapitalismus gesetzmäßig erzeugen muss. Konsequenter noch als Singh denkt Chen Race und Class damit als konstituiert von Herrschaftsformen. Antirassistischer und zugleich antikapitalistischer Kampf hat dementsprechend die Formen der Macht zum Gegenstand zu nehmen, über die sich Race und Class reproduzieren. Die Überschussbevölkerung ist für ihn nicht Klasse und Race nur eine Klassenschicht, wie dies für Post, Reed oder Johnson der Fall ist, sondern die Überschussbevölkerung ist, so Chen, durch und durch rassialisiert. Eine Rassialisierung, die über Herrschaftsbeziehungen erzeugt wird, die innerhalb und außerhalb der Lohnarbeit wirksam sind und direkte Gewaltanwendung legitimieren, etwa Polizeieinsätze oder die Deportation von Migrantinnen, ihren Einschluss in Lager. Auch weiße Menschen werden, folgt man Chens Argumentationen, über solche Formen von Gewalt rassialisiert. Nicht zu unterschätzen ist dabei die Funktion des Spektakels und die mediale Vermittlung von Gewaltszenarien. Dennoch ist die Unterscheidung zwischen Race als einer durch Herrschaft erzeugten Zuschreibung und Race als kultureller Identität für Chen von zentraler Bedeutung und bleibt bestehen. Beide Formen stehen in vielfältigen Beziehungen. Und das scheint eben eine Differenz zu sein, die Cedric Johnson, Adolf Reed oder auch David Harvey nicht zur Geltung bringen. Sondern was es ihnen erlaubt, davon zu sprechen, dass der Fokus auf Race den Klassencharakter der kapitalistischen Ausbeutung verstellt, ist, dass sie Race immer nur als Kategorie kultureller Identität und nicht als fundierende soziale Beziehung denken. Wie all die von mir präsentierten Theoretiker mit Ausnahme von Charles Post, der aber immerhin auch den Klassenreduktionismus kritisiert, sonst hätte ich ihn nicht dabei, und auch weil er eine prominente Stimme ist. Also die alle der von mir präsentierten Theoretikerinnen verstehen Race Relations als soziale Beziehungen, die sich reproduzieren. Die meisten Versuche, Race Relations innerhalb der marxistischen Theorie, und das ist meine Schlussbemerkung, als ein konstitutives Element von Kapitalismus zur Geltung zu bringen, antworten auf eine in Anführungsstrichen Anklage, die Cedric Robinson bereits 1983 formuliert hat und die derzeit wieder heftig diskutiert wird. Keiner der von mir präsentierten Autorinnen kommt umhin, zumindest in Fußnoten, Robinson Tribut zu zollen. Cedric Robinson prägte in seinem Buch Black Marxism den Begriff des Racial Capitalism. Der Begriff selbst kommt nur einmal vor, dennoch trägt er seine Argumentation und er orientiert, wie sie dann Isa kürzlich überzeugend dargestellt hat, auch die Kapitalismuskritik der Black Lives Matter-Bewegung. Robinson versteht Racialism als Legitimation von sozialer Ordnung mit Verweis auf natürliche und oder kulturelle Differenzen und er sieht den Kapitalismus nicht als eine Formation, die solche Differenzen tendenziell aufhebt, sondern als eine Formation, die sie multipliziert. Race ist für ihn eine kapitalistische Basiskategorie und dies nicht erst aufgrund des Kolonialismus, sondern der Kapitalismus baut auf dem feudalen europäischen Kastensystem auf und stellt gerade keinen Bruch mit ihm dar.
Robinson wendet sich scharf gegen die Idee eines Kapitalismus, der sich blutig zwar, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, aber dann dennoch erfolgreich vom Feudalismus absetzte und eine ganz andere Art der Ordnung war. Was Robinson auch deutlich macht mit seiner Kritik am traditionellen Marxismus, ist, dass die begriffliche Operation, mit der sozusagen ein Nullpunkt für das Auftauchen des Kapitalismus angenommen wird, der es erlaubt, Sklaverei in die Vorgeschichte zu verbannen, dass diese begriffliche Operation eine politisch aufgeladene Operation ist. Ebenso politisch aufgeladen wie die Unterscheidung von Haupt- und Nebenwidersprüchen oder der Versuch, eine abstrakte Logik des Kapitalismus von seinem alltäglichen Vollzug zu unterscheiden oder die begriffliche Operation, die Lohnarbeit zum Dreh- und Angelpunkt jeder Analyse macht. Solche begrifflichen Entscheidungen, die sich auch anders treffen lassen, und zwar ohne Wahrheitsregeln dabei zu verletzen, sind also keineswegs neutral, sondern haben Machteffekte. Sie bringen zum Schweigen und machen diejenigen, die sie verfolgen, damit auch zu Komplizen des Rassismus. Vielen Dank.